Hi, ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, meine Amigos, hier auf dem Cloud-Server. Grüße gehen heute an, und zwar an Ballerbabe 15. Heidi, ho, Ballerbabe. Okay, sorry, ich bin heute etwas aufgedreht und es könnte etwas lauter sein. Und zwar haben wir heute vor, wir müssen uns schützen. Und zwar nicht uns, sondern unser Zeug, denn es ist ein Langfinger am Realm, Entschuldigung, am Server unterwegs und der klaut ganz gerne. Jetzt war mein Stamm schon fleißig und hat den Tresor gelernt und gebaut. Und ich schaue jetzt mal, dass wir die Ummantelung zusammenbekommen. Sprich, die Wände und das ganze Rümpümpel rundherum, weil die Mittelbase haben wir jetzt ziemlich vernachlässigt. Und die Mittelbase ist ja die Base, die wir alle nutzen. Da hinten sehe ich einen Drop. Nee, der ist mir zu weit weg. Nö, nö, nö. Auf jeden Fall, heute bauen wir mal hier weiter. Und ich habe auch schon etwas Material unten in mein Inventar gepackt. Und das knallen wir jetzt einfach so hin. Ja, was war heute für ein Tag? Einfach nur krank. Die 2000 Abonnenten erreicht. Absolut geil. Freut mich absolut. Wirklich ist der Oberhammer. Und ich habe auch vom Cloud meinen Kanal-Banner bekommen. Danke Cloud dafür, es ist echt der Hammer. Ich feiere das übelst. Das ist einfach geil. Mir gefällt das. Das ist richtig toll und mit solchen Sachen habe ich einfach eine Riesenfreude. Und ich bin überladen. Das wollte ich aber eigentlich nicht sagen. Ja, da, packen wir da rein. Ich habe da noch Material drin. Ihr seht, einiges an Strukturen für die ganzen Metallgeschichten habe ich schon vorbereitet, dass ich jetzt nicht mit euch das langweilige Gefarme habe und so weiter und so fort. Die Jungs waren natürlich wieder dabei. Sie sind mit den Quetz mal eine Runde geflogen und haben eine Kleinigkeit Metall gefarmt. Sie waren gestern so geil. Die kamen dann mit Material ohne Ende, also wirklich ohne Ende. Die Schmelzen liefen wieder auf Hochtouren. Und wir sind jetzt auch gerade beim Schauen wegen der Industrieschmelze, dass wir die so schnell wie möglich ranbekommen. So, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, die 2000 Abonnenten erreicht und noch dazu dann der Kanalbanner und noch dazu dann, dass heute einfach Samstag ist, ist ja auch schon richtig geil, also bei mir Samstag, bei euch ist heute ja schon Sonntag. Bau es ran. Bau es ran. Bau es ran. Warum ist hier versperrt? Der will mich doch wieder verarschen, oder? Was soll denn hier versperrt sein? Das ist eine Wand. Da steht sicher außen das Tor im Weg. Ist doch 100 Pro, oder? Jetzt knallen wir noch die zwei ran. Ja, der geht sich auch noch raus. Schöne Sache. Okay, da schmeißen wir raus. Und dann schauen wir mal, warum das hier versperrt ist. Was da so im Weg ist. Ich habe nur noch eine Wand. Was ist hier im Weg? Hä? Ist es das überhaupt? Hm? Nö. Ich komme nicht aus der Tür raus. Ich war gerade beim Macri, ich bin zu fett. So. Ja, hier ist nichts versperrt, seht ihr? Ja, das Ganze wird natürlich dann wieder eingefärbt. Ihr kennt mich ja, ne? Ich male gerne. Oh, gut. Metallwand. Haben wir noch. Schöne, schöne Sache. Dann packen wir die Wände noch hier ran. Und dann ist das auch schon wieder erledigt. Yes. Yes, 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 yes. Und wir haben auch eine Tür. Ah, geil. Und ich bin schon wieder überladen. Aber das Steinzeug haut schon ordentlich rein. Und ich werde wohl schon noch etwas mit Stein bauen, weil wir haben jetzt richtig viel Stein. Oder wir nutzen das ganze Zeug für Schießpulver. Weil Schießpulver brauchen wir noch. Wir haben zwar Metall en masse, aber Schießpulver brauchen wir noch. Chitin haben wir auch en masse. Aber ja. Okay. Hier oben fehlt es noch. Einmal und zweimal. Und hier vorne natürlich auch. Das sah ich ja von innen nicht. Ich baue einfach mal ran. Schauen, wo es hinkommt. Nice. Geil. Okay. Der Raum passt schon mal. Unten wird es natürlich auch noch verkleidet. Wir wollen uns ja vor den sympathischen Leuten mit den langen Fingern schützen. Es ist einfach so ekelhaft,
wenn man in seine Hütte kommt und mal irgendwas nicht versperrt hat und dann ist schon wieder nichts mehr da, weil einfach die, ich weiß nicht, was sich die Leute dabei denken. Ich finde es einfach scheiße und absolut asozial. Stell dir den Blueprint. Na bravo, Gratulation, ne? Entschuldigung, komm ich einfach nicht mit. Aber muss ich auch nicht? Was will man machen? Es gibt eben solche Leute. Die sind zu faul zum selber suchen oder die Drops looten, die gehen lieber in Basen und holen sich das Zeug dann so, solange kein anderer Schaden entsteht. Okay. Was will man machen? Gut, wir müssen jetzt eigentlich noch eine Wand höher fahren, bevor ich jetzt alles rausblase. Und zwar hier. Und hier. Und. Ah, splendid. Aber wir treffen. Cool, cool. 9 Wände haben wir noch. Da kommen wir noch ein Stück. Da geht sich noch was aus. Und ich will auch dann eine Schräge verwenden, dass das Ganze ein bisschen Style hat. Ihr wisst, bei mir ist Funktionalität natürlich wichtig, aber irgendwie hat der Style-Faktor für mich eine wichtige, spielt für mich eine wichtige Rolle. Ich mag es nicht, wenn alles so aussieht. Ihr wisst schon so. Schachtel. Kannst du euch zeigen? Erst wieder abladen. Abladen. Lastkraftwagen, Fahrer. So, einmal rausschmeißen. Und so, jetzt kann ich es euch zeigen. Sowas, wie da oben, gefällt mir nicht. Das kann einfach nichts. Das ist einfach nur so Schachtel. Erfüllt seinen Zweck, aber naja. Das hier sieht hingegen geil aus. Sieht aus wie so eine kleine Hütte. Das passt. Ja. Was die anderen so noch gebaut haben. Hier nochmal einen Würfel in Schwarz und hier drüben noch einen Würfel. Wir haben ziemlich eine würfelige Umgebung hier, aber das in der Mitte soll einfach schön werden. Und das bringe ich auch schön zusammen. Glaubt mir das, meine Freunde, das werden wir schaffen. Wir müssen ja noch einen höher. Oh mein Gott, dann wird die Wand so blöd hoch und das sieht dann auch wieder ziemlich kacke aus. Da muss ich dann von außen noch irgendwas rambauen. Hä? Ach so. Oh. Wir haben ja hier noch nicht mal einen drauf. Ach du Kacke, das blendet. Was ist da versperrt? Der will mich doch wieder in den Wahnsinn treiben, oder? Hier geht's und hier ist der Tresor im Weg, oder wie? Steht der schief? Unten passt's, oben nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Aber wir können hier oben noch eine platzieren, sofern wir rankommen. Nee, nö, nö. Da kommt er nicht dran. Dann schmeißen wir die woanders hin. Ist egal, wir brauchen ja sowieso noch mehr. Wir packen das hier hin. Und ja, oder wir, warte mal, warte mal, warte mal. Ich stelle es mir gerade vor im geistlichen Auge. Wie könnte das aussehen? Ja, so machen wir es. Ich habe einen Plan. Die enden meistens in einer Katastrophe, aber manchmal auch nicht. Oh, das oben irgendwo draufbauen ist schon eine grausame Sache. Hallo Stefan. Ja, und jetzt hat er heute fast schon den ersten Tribe War gegeben. Das Problem war nur, der Krieg ist noch falsch eingestellt. Wir hätten nur eine Minute kriegen können. Ey, pack jetzt mal den Vogel weg. Dankeschön. Jetzt packt dann rein, wo ich als nächstes hingehe, oder? Nee. Ja, es ist so eingestellt, dass der Krieg nur eine Minute dauert. Ist natürlich absolut sinnfrei, weil nach einer Minute hast du noch nicht wirklich viel erledigt. Und deshalb wurde das auch abgesagt. Es wäre drum gegangen, weil der Tribe vom Cloud wollte den White Tigers mal ein bisschen zurechtstutzen. Ey, schaffe ich die Kurve nicht? Doch. Und so bleiben wir. Und so soll. Das ist doch wieder zu weit weg, ne? Nein. So.
Okay. Ah, jetzt hier ist er. Nein! Wir müssen noch weiter ranrücken. Komm, Baby. Ah, die Sicht ist echt nicht schön. Schmeißt mich gleich vom Rex vor lauter steil stehen, ne? Oder kommen wir von außen besser ran? Also hier geht schon mal nicht, ne? Ja, wir könnten auch mit den Quetz fliegen. Aber die Quetze sind gerade in Gebrauch. Das funktioniert nicht so planmäßig. Wo kommen wir denn hier am besten hin? Wenn wir es hier ganz raufstellen. Komm, rauf, 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 rauf. Ja. Oder mit dem Bronto. Hey. Mit dem Bronto würde es auch gehen. Nein, so geht das nicht. Nee, nee. Du bist der falsche Gerät für diese Arbeit. Wir brauchen ja eher den Pronto. Wir haben. Wow, geil. Wir haben sogar eine Pronto-Plattform. Nice. Den stellen wir wieder zurück zum Futtertrog. Ja, das ist eigentlich nicht der richtige Dino-Eingang. Aber. Na komm schon, na komm schon. Hey, du bist ein Baby. Du solltest durchpassen. Wir gehen noch mal ein Stück zurück. Ah, die Navigation. Das Rangieren. Ich habe noch keinen Rex-Führerschein gemacht. Das merkt man wieder. Aber. Gut, er bleibt auch bei jedem Dodo stecken irgendwie. So. Den lassen wir hier. Und wir holen uns. Ach, die sind da oben beim Arbeiten. Idee. Idee, Idee. Wir holen uns einfach unseren. Vom Gewicht her würde es der Petri, unser Petri, müsste uns eigentlich heben können. Dann können wir den auf den Tresor drauf parken und da dann weiter basteln. Ja, gehört dazu. Wir müssen schauen, dass wir vorankommen, denn einfach immer nur schauen, dass lustige Folgen kommen, wo aber eigentlich nicht wirklich viel passiert, bringt jetzt gerade nichts, denn jetzt stehen die Zeichen wirklich schon ziemlich hart auf Krieg. Und da sollte man dann schon gewappnet sein, dass zumindest die Base mal etwas sicher ist. Design schön und gut, aber jetzt geht es natürlich auch hauptsächlich um die Funktionalität, dass wir da auch eine Chance haben. Ich weiß zwar nicht, ob wir es zulassen, dass unsere Base angegriffen wird, weil, nice! Schatzi? Kannst du mal bitte den zweiten Controller bringen? Nimm ein Bett. I want you to Ja, super. show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. So, läuft wieder. Wir haben wieder neuen Saft. Controller war leer. Cool. Petri, hier ist er. Unser Level 84er. Und gewichtmäßig passt. Er hat auch ein Level Up. Cool. Den mache ich voll auf Speed und Ausdauer. Mit dem will ich nur schnell von A nach B kommen. Aber ich find's geil. Okay, du landest jetzt. Könnt ihr das, wenn ihr wo landen wollt? Und es klappt absolut nicht? Weil es irgendwie voll zappelig ist? Und landen. Nein. Genau hier nicht. Und landen. Und das sind dann die Bugs, ne? Also da, wo der Server einfach sagt, nö, land jetzt hier nicht. Ach, gell. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt wirklich egal. Ich weiß auch gerade nicht, was die Jungs hier machen. Da kann ich da drauf landen? Bist du wie einer? Lande mal. Ja, schön. Finde ich ja toll, dass du das auch noch zusammenbringst. Okay. Sattel? Reiten. Wo sitzt denn der Typ jetzt? Sitzt der. Ah, der sitzt auf der Plattform. Cool. Ja, es geht langsam voran, aber es geht voran. Aber da seht ihr, wie die Jungs so beim Farmen ausgestattet sind, ne?
Wir haben doch ein, zwei Mörser da draufstehen. Ja, fetzt schon, ne? Absolut nicht übertrieben. Oh mein Gott. Okay, wir wandern zurück und setzen die Dächer, die Dachplatten, was wir da mal zu haben. Und das letzte Teil, Metallwand, das werde ich dann irgendwie noch unten dran basteln müssen. Oder wir machen einfach nochmal den Tresor weg und nochmal neu hin, ne? Jungs, ihr wisst, Metall, wir haben es ja genug, ne? Ist noch rüber? Ne, jetzt stehst du in der Wand. So nicht. Steht ihr da, der Weg ist versperrt. So, okay, cool. Und jetzt sollte das auch klappen, oder? Nice! Schau dann! Schau dann! Wir haben es geschafft! Ah. Ja. Extrem! So, das wird ein Würfel und der Würfel wird sich dann noch verändern. Jetzt warte mal, lass mich schauen bis hierhin. Dann können wir noch einen ranpacken. Achso, wir brauchen den aber höher. So, ja. Und dann noch einen. Pool. Das passt. Und hier wird es dann anders aussehen. Und das gleiche machen wir da drüben auch noch. Das, ja, ich habe da schon was im Kopf. Keine Angst. Es kommt kein Scheiß dabei raus. Es wird schon alles gut werden. Schock lass nach. Ich dachte, ich liege unten. Aber gut. Er war eben von unten raufgestiegen. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Jetzt habe ich aber keine Wände mehr. Die Wände muss ich dann von unten platzieren. Das werden wir schon irgendwie hinbringen. Jetzt ist oben ein Dach. Das bedeutet, wir können die Wand auch ans Dach heften. Dann sollte das, wenn versperrt sein, kein Problem mehr darstellen. Wollen wir sehen. Da fliegt die Scheiße. Habt ihr gesehen? Da ist, hat jetzt der Petri oder der kleine Lynx da, keine Ahnung, geschissen und die kullerte jetzt so über die Plattform. Schön. Ich glaube, jemand braucht ihn, weil da flog gerade ein Vogel um mich rum. Wie komme ich denn da immer drauf? Er sollte schaffen, oder? Denke ich mal. Hoffe ich mal. Jetzt muss ich die Runde gehen. Nee, da sollte er schon raufkommen. Ist ja ein strammer Bursche, der wird das schon schaffen. Ja, da schaut der Rex. Mhm. Mag er nicht, wenn ich mit anderen Dinos reite. Mhm. Er wird dann immer spinnert. Komisch. Er ist noch ein bisschen eifersüchtig. Das, ja, er hat es geschafft. Das ist cool, wir balken ihn. Darf ich bitte wegen leveln? Ja klar, ich wollte nur eine Plattform. Ja. Mach das. Gutes Gelingen. Ja, eben die Leute voll am Leveln, voll am Ausflippen und voll im Bauwahn. Cool, freut mich. Gut, so weit, so gut und so hässlich bis jetzt, aber es wird noch besser. Es wird noch besser, also bei der nächsten Folge sollte es dann schon ein bisschen anders aussehen, denn die heutige ist schon wieder vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und danke fürs Reinschauen, euer Sari. Ciao, ciao!